In diesem Video verrate ich dir, wie du knapp 21.000 Euro jeden Monat machen kannst und das mit Mathe. Ja, richtig, mit ziemlich simpler Mathematik oder auch etwas höherer Mathematik, je nachdem, was du eben gerne machen möchtest. Ja, aber das ist auf jeden Fall möglich und genau das zeige ich dir in diesem Video Schritt für Schritt, wie auch du das Ganze anstellen kannst. Wenn du dich also für smartes Investieren oder Geld verdienen im Internet interessierst, dann sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Jetzt gehen wir mal los und zwar gebe ich hier einfach mal Bruchrechnen ein. Ja, und schon kommen hier einige verschiedene Videos. Du siehst hier knapp 100.000 Aufrufe, hier 1,9 Millionen Aufrufe, hier sind das knapp 1 Million Aufrufe und so weiter. Das zieht sich jetzt hier fort. Auch hier wieder 1 Million. Ja, also wirklich sehr, sehr viele Aufrufe. Und wenn wir uns hier mal ein Beispiel rauspicken, zum Beispiel nehmen wir jetzt hier diesen Lehrer Schmidt. Ja, ich klicke jetzt mal da drauf und schauen dann das Ganze mal genauer an sein Profil. So, hier siehst du, er hat hier 1,38 Millionen Abonnenten und siehst auch, er tut ja immer wieder mal ein Video posten, circa einmal die Woche. Hier sind 7 Tage vergangen, also einmal die Woche, vielleicht mal zweimal die Woche ein Video. So, er zeigt sich manchmal selber und manchmal auch nicht. Die meisten Videos sind eben genau so, wo man ihn vielleicht sieht. Immer das gleiche Thumbnail, ziemlich einfach gehalten und ab und zu dann auch wirklich hier, wobei er einfach selbst beim Spazieren sich filmt. Ja? Und ansonsten einfach von oben, wie er hier das rechnet. Also nicht wirklich irgendwie großartig. Viel Aufwand. So, jetzt wenn man das Ganze mal nach der höchsten Beliebtheit sortiert, es siehst halt mal, vor 6 Jahren ein Video erstellt, 5,1 Millionen Aufrufe, 2,3 Millionen, 2,3, 1,9, 1,5, 1,5 und so weiter. Also wirklich sehr, sehr viele Aufrufe. Und das, ja, eigentlich mit Videos, die vor Ewigkeiten aufgenommen wurden. Ja, das ist ziemlich cool, weil diese Videos bringen ihm nach und nach und nach und immer wieder Geld. Das ist eigentlich ziemlich cool. Mal anschauen, was verdient er denn so ungefähr. Hier siehst du dann 20.800 Euro, also Maximum, Minimum 1.300 Euro. Das heißt, irgendwo dazwischen, ich würde sagen, eher so um die 12 bis 14, 15.000 vielleicht, die er damit verdienen würde, ja, mit diesen Videos jeden Monat. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, aber ich glaube, nicht, dass ein Lehrer 10.000 netto pro Monat verdient oder brutto auch nicht, ja. Je nachdem, wo natürlich klar, aber hier definitiv mit YouTube definitiv erreicht. Ja, es geht natürlich nicht von heute auf morgen, ganz klar, aber dennoch auf jeden Fall drin. Und sieht auch hier, was so ein Video eben ungefähr eingebracht hat, sieht man auch ungefähr, wie gesagt, man muss ungefähr die Mitte nehmen, bisschen nach oben. Ja, also eher geht es in diese Richtung als in diese Richtung. Und dann sieht man, ja, da passiert was. Und das ist ziemlich cool. Da gibt es auch schon das längere Kanal, schon knapp genau 10 Jahre jetzt heute mit der Aufnahme. Und ja, er verdient da echt gutes Geld. So, jetzt könnte er noch mehr Geld verdienen, aber schauen wir uns mal genauer an das Video von ihm. So, also hier sind seine Videos und wenn man es einfach irgendeins nehme ich einfach mal das Neueste. Neueste zuerst. Dann kann man jetzt hier einfach mal dieses Video aufnehmen und ja, nehmen wir mal dieses Video, das passt. Und schauen mal, ob er hier auch Affiliate-Links irgendwie hinterlegt hat. Schauen wir mal. Na, tatsächlich nicht. Er könnte hier noch Affiliate-Links hinzufügen und er könnte sein Wissen noch auf anderen Plattformen wie weitergeben. Ja? Es sind viele verschiedene Plattformen möglich, wo er das einfach weitergeben kann. Ohne weiteres. Gerade als Lehrer hat er einfach da sehr, sehr viele Möglichkeiten und das machen leider die meisten ja eigentlich nicht. Sie haben das Wissen ja, was sie weitergeben können, aber die meisten nutzen das einfach nicht, dieses Potenzial nicht. So, wo könnte es noch veröffentlichen, sein Wissen? Und zwar zum Beispiel, wenn er eher Aufgaben hat und weiter, dann kann er hier auf Study Pool, auf Mathematics gehen und auch hier sämtliche Sachen veröffentlichen. Ja, hier zum Beispiel Mathematik, jetzt muss man sich natürlich einloggen, bin ich jetzt nicht drin, deswegen will ich jetzt auch keinen Account erstmal erstellen. Aber hier könnte man auf jeden Fall viele verschiedene Sachen einfach hochladen, so Dokumente, die er sowieso schon hat, könnte er hier zur Verfügung stellen. Das kannst du auch machen, kann auch Videotutoring machen, auch das geht wunderbar. Oder natürlich einen Kurs hier bei Udemy, und wenn ich jetzt zum Beispiel Mathematik eingibt, ja, Mathematik, da sehe ich auch einiges hier zu geben, was man auch veröffentlichen kann. Auch hier zum Beispiel, du siehst hier über 3000 Bewertungen, das heißt, da hat schon einiges hier gemacht, ja, einiges dafür schon bekommen, genauso wie hier Discrete Mathematics. Ja, und viele, viele weitere Kurse. Also, zu Mathe gibt es hier auch sehr, sehr, sehr viel, wie du siehst. Auch damit
könnte er Geld verdienen. Genauso auch du könntest damit auch Geld verdienen. So, wenn du so ein Whiteboard brauchst, um das aufzuzeigen, dass du nicht so wie erst von oben machen willst, kannst du einfach das hier hinnehmen, kannst auch hier entsprechend alles aufzeichnen, wie du es Ganze hättest. Von daher auch das ohne weiteres möglich. Du könntest auch hier das Ganze auch später auch entsprechend teilen. Ja, das geht auch wunderbar. Du kannst hier auch ein Lineal verwenden. Also alles, all das ist hier mit dem Ding definitiv möglich. Ja. So, du kannst natürlich auch von oben die Kamera hernehmen und dich dann aufnehmen, wie du das Ganze dann löst, auf dem Blatt Papier zum Beispiel. Das kannst du auch in Excel machen, das kannst du auch in Word machen, also so wie du es gerne hättest einfach. Ja, aber du kannst auch so ein Whiteboard verwenden und du willst, auch das ist definitiv hier mit machbar. So, und zum Video aufnehmen kannst du eben OpenShot verwenden, das ist ein kostenloser, 100%iger Free Open Source Video Editor, gibt es für Mac, Linux und Windows, den kannst du dir kostenlos runterladen und kannst alles dann schneiden, aufbauen, Musik hinzufügen, Videos hinzufügen, Effekte hinzufügen, Animation und einiges mehr. Damit ist auch wunderbar möglich, deine ganzen Videos zu erstellen, zu schneiden und als fertiges Video dann auch zur Verfügung stellen und auf YouTube hochladen. Und wenn du so ein Thumbnail erstellen willst, kannst du das Ganze entweder outsourcen bei Fiverr oder du kannst auf jeden Fall hier, Canva nutzen und das Ganze selber erstellen. Ja, zum Beispiel gibst du hier bei YouTube Miniatur einfach ein bei der Suche oder du kannst natürlich auch YouTube Thumbnail eingeben, je nachdem, welche Sprache du eingestellt hast. Und wenn du was Passendes gefunden hast, dann kannst du es einfach nutzen und das bearbeiten. Ja, zum Beispiel wählen wir es einfach aus und hier habe ich schon eins ausgewählt, schon ein bisschen was vorbereitet. Kopfrechnen reich gemacht und wir haben ein Bild hier rausgesucht, hier das hier, habe einfach nach hinten reingezogen, zack, fertig ist der Lack. Ja, das kann man natürlich noch besser machen, ein bisschen schöner, aber dass du siehst, es ist ziemlich einfach möglich hier mit Canva, was übrigens for free ist, aber es gibt natürlich eine kostenpflichtige Version, zum Beispiel solche Bilder, wo du eine Krone siehst, ist eine Pro-Version, das heißt, da ist es kostenpflichtig, also musst du die kostenpflichtige Version haben, aber die kostet, glaube ich, keine Ahnung, 109 Euro im Jahr, also wirklich nicht der Rede wert und jeden einzelnen Cent wert, weil das Ding kann echt sehr, sehr viel. Ja, dann das nächste Tool ist VidIQ. Du kannst zum Beispiel hier eingeben, Bruchrechnen, ja, und dann siehst du auch, wie oft es gesucht wird und auch die Konkurrenz. Jetzt geben wir auch wieder daher verwandte Schutzbegriffe, ordnen das Ganze hier absteigend und dann siehst du hier Subtraktion, Arithmetik, Beispielnenner. Diese Keywords kannst du verwenden und dann in den Titel packen zum Beispiel, ja. Und ich empfehle hier immer bis maximal 50 zu gehen. Und den Rest dann, ja, muss man halt weiter Keywords suchen, ja, vielleicht kann man auch hier passende Begriffe suchen. Und die einfachen, also sind einfach die hier, die grünen sind dann die einfacheren natürlich, die haben auch ein Suchvolumen, das hat nicht so viel leider, aber auch hier zum Beispiel haben wir schon etwas Suchvolumen, die man dann in die Videobeschreibung packen kann, aber auch im Titel. Keywords sind nicht das Wichtigste bei YouTube, ganz klar, aber sind nicht ganz unwichtig, weil gerade am Anfang ist es schon wichtig, dass man das überhaupt in Traffic bekommt, zu dem man auch in Google gefunden werden kann. Zum Beispiel, wenn ich Bruchrechnen eingebe, dann siehst du auch hier, sind verschiedene Seiten, aber auch hier sind dann die, ja, YouTube-Videos, die wir auch vorher schon gesehen haben, ja, vom Jara Schmidt zum Beispiel. Und damit bekommt man nochmals Traffic und das ist natürlich auch super, weil dadurch einfach noch mehr Leute drauf kommen, noch mehr Abonnenten gewonnen werden können, noch mehr Views gewonnen werden und dadurch auch natürlich deine Einnahmen steigen. Denn Einnahmen durch die Views bekommst du natürlich erst dann, wenn du 1000 Abonnenten hast und 4000 Stunden Watch-Hour. Ganz wichtig, denn sonst kannst du eben hier kein Geld bei YouTube verdienen. Wenn du das geschafft hast, wirst du zugelassen zu YouTube-Partnerprogramm. Ja, und wenn du noch mehr Traffic generieren willst auf deine Videos hier am Anfang gerade, kannst du den Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern sagen, die sollen da, also ein Video anschauen, schickst du ihnen zu, sollen es anschauen, liken, abonnieren, kommentieren, dann ist da schon mal das Grundrauschen da und der Algorithmus fängt schon mal an, das Ganze zu anderen Leuten zu zeigen. Du kannst natürlich aber auch in Facebook, in Social Media und anderen Bereichen dein Video zeigen. Ja, also kannst auch gute Frage, net.gen zum Beispiel oder andere Frage-Antwort-Portale oder auch Facebook-Gruppen, da kannst du auf jeden Fall auch einiges an Traffic generieren. Du kannst natürlich auch bei anderen Leuten hier, zum Beispiel kannst du auch hier reingehen zum Beispiel, ja, bei ihr. Das, was ich dir jetzt sage, wirst du nicht. Hier auch einen Kommentar hinterlassen und je mehr du das machst, desto öfters werden die Leute fragen, hey, wer steckt denn dahinter? Was macht er überhaupt? Und ja, so könntest du auch wieder einiges in Traffic generieren, mehr Views generieren und dadurch auch entsprechend
nochmal an Sichtbarkeit und Views gewinnen. Ja, und ansonsten würde ich dir einfach das empfehlen hier, dieses No-Face-Business, dann zeigt er dir ganz genau, Erik, wie du so ein Business erstellst, ohne dich zu zeigen, wie du Traffic generierst, wie du viele Abonnenten gewinnst und auch komplett anonym hier dein Business mit YouTube aufbauen kannst. Ja, ein ziemlich cooles Teil, kann man auf jeden Fall mit 1 Euro starten und dann, wenn es gefällt, kostet es dann entsprechend ein bisschen Geld, also nicht so tragisch. So war das jetzt hier. Hier unten steht es auch, aber hier steht es noch 29,90 Euro für 6 Monate. Ja, also knapp 180 Euro dann. Von daher alles ganz okay. Ja, und wenn du dich für smartes Investieren Geld verdienen im Internet interessierst, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Und wenn du eine andere sehr spannende Methode wissen willst, wie du Geld verdienen kannst im Internet, ohne Website, ohne Verkauf, ohne YouTube-Videos, dann ist das nächste Video auf jeden Fall sehr gut für dich geeignet.